Genossinnen und Genossen, als ich das letzte Mal hier gestanden habe, war es noch warm draußen. Ich war gerade ein paar Wochen kommissarisch im Amt. Heute stehe ich hier am Ende eines wirklich aufregenden Jahres. Wenn wir uns erinnern, wenn wir ins Land gucken, dann haben wir als Sozialdemokraten in Nordrhein-Westfalen einen guten Wahlkampf geführt, engagiert aufgezeigt, welche Dinge sich im Land ändern müssen. Und Hannelore Kraft ist wiedergewählt worden. Wir sind mit 99 Abgeordneten die stärkste Fraktion im Landtag. Ich möchte auch Danke sagen für dieses hohe Engagement und für diese unglaubliche Einsatzkraft in dem Wahlkampf. Ich habe bei den Besuchen in den Regionen gesehen, wie stark ihr euch eingebracht habt und, jetzt blicken wir auf den Bund im nächsten Jahr 2013, wie wir diese Erfahrungen aus dem Wahlkampf einbringen können, um 2013 einen erfolgreichen Wahlkampf in der Bundesrepublik abzuschließen. Wir waren am Wochenende gemeinsam, viele von euch gemeinsam, in Hannover auf dem Parteitag und konnten dort Peer Steinbrück erleben, der in einer unglaublich guten Rede sachlich und konkrete Ziele genannt hat, wie in der Bundesrepublik im Bereich der Betreuung, im Bereich der Gesellschaftspolitik Veränderungen stattfinden werden, wenn Peer Kanzler ist. Wir alle sollten dazu beitragen, dass hier ein Zeichen gesetzt wird und 2013 die Bundestagswahl gut ausgeht und wir unter einem sozialdemokratischen Kanzler diese gesellschaftlichen Veränderungen für die Frauen, für eine andere Betreuung, für ein anderes, faires, gerechtes Steuersystem, dass wir das einstehen. Wir können das, wir haben das schon gezeigt. Und ich glaube, wir sollten die Weihnachtstage nutzen, einmal durchzuschnaufen, Kraft zu sammeln, um dann in 2013 zu zeigen, was die NRW-SPD kann. Ich bin dazu bereit, gemeinsam mit euch, wir werden uns in den Regionen und Unterbezirken sehen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir nächstes Jahr, wenn ich hier wieder stehe, um kurz vor Weihnachten zu euch zu sprechen, einen SPD-Kanzler haben und dass wir erste Ansätze haben, wie dieses Land nach vorne kommt. Lasst uns das gemeinsam anfangen. In dem Sinne, schöne, ruhige Feiertage, ohne Handy, wie ich es auch damals im Sommer gesagt habe, vor der Sommerpause, und Glück auf!